90er Jahren blieb Audi dem Tourenwagensport treu, kehrte jedoch nach Europa zurück. Der erste Streich gelang 1990 mit dem V8 Quattro. Hans-Joachim Stuck wurde auf ihm Meister in der DTM, gegen die Meute der kleineren BMW und Mercedes. Die Luxuslimousine von Audi maß beinahe 5 Meter in der Länge. Unter der Haube saß ein 3,6 Liter großer, frei saugender Achtzylinder. Audi-Profi Frank Bieler kennt den V8 so gut wie kaum ein anderer. Er beerbte 1991 seinen Teamkollegen Stuck als Champion. An unseren V8 oder DTM V8 habe ich natürlich nur gute Erinnerungen. Es war mein erstes Jahr bei Audi, bei Audi Sport. Und ich habe damals auf Anhieb den Titel gewonnen. Es war zur damaligen Zeit ein fantastisches Auto. Wir hatten Quattro-Antrieb, wir hatten V8-Motor. Mit, ich denke mal, in Spitzenzeiten wahrscheinlich auch gut über 500 PS. Das Fahrzeug war fantastisch zu fahren. Man hatte
eine super Performance auf der Bremse. Aufgrund des Quattro-Antriebes war es nicht möglich, jetzt vorne oder hinten zu blockieren, sondern man musste, wenn schon, dann so fest reintreten, dass also wirklich alle vier Räder zum Stehen kommen. Und das war eigentlich fast nicht zu machen. Das heißt, es war wahnsinnig sicher zu fahren. Und wenn es nass war, gab es für die Konkurrenz sowieso keine Chance mehr.